lassen die Herzen nicht nur schneller schlagen, sondern auch das Heu höher fliegen. Beim Fotoshooting für den Jungbauernkalender 2024 zeigen sich die Landwirtinnen und Landwirte sehr verführerisch. Deshalb heißt es Milchkanne festhalten, denn auf diesem Bauernhof wird es so heiß, dass selbst die Hühner Eier braten. Was ist die Botschaft hinter dem Jungbauernkalender? Der Jungbauernkalender soll die Breite der Landwirtschaft abbilden und eben auch zeigen, dass junge Bäuerinnen und Jungbauern wirklich sexy sind und attraktiv sind und das ganze Image ein bisschen aufpäppelt. Was ist denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich dafür beworben hast? Also ich war in der WG mit ein paar Mädels und wir haben auch immer einen Kalender aufgehängt gehabt, das ist halt für Männer. Und die haben immer gesagt, Mensch, da musst du unbedingt mitmachen. Und dann habe ich gesagt, jetzt probiere es einfach. Genau, und jetzt bin ich dabei. Zum Kalender bin ich tatsächlich so gekommen. Ich habe eine Werbung auf Instagram gesehen und habe dann mit der Mama kurz beraten und kurz geschlossen mit der Oma. Und wir haben dann gemeinsam tatsächlich beschlossen, no risk, no fun. Probieren wir es aus. Wie viel Zeit verbringst du am Bauernhof und wie viel im Badezimmer? Im Badezimmer eigentlich leid zum Abwaschen. Mein Aussehen habe ich von meiner Arbeit und von meiner Landwirtschaft. Und Fitnessstudio ist für mich keine Zeit für ein Fitnessstudio. Also wir haben Arbeit genug und ein Landwirt schaut von der Arbeit so aus. Was bedeutet es für dich, bei diesem Fotoshooting mit dabei zu sein? Ziemlich viel. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich mitmachen darf. Und ich model halt irgendwie gern. Ich fühle mich super wohl in solchen Outfits und deshalb ist es für mich eigentlich nur Spaß. Es sind ja ganz viele sexy Landwirtinnen da, aber auch sexy Landwirte. Gibt es da den einen oder anderen, der es dir besonders angetan hat? Es gibt sehr, sehr fesche Landwirte da. Ja, du hast recht. Es gibt jemanden, ja, mit dem man sich halt sehr, sehr gut versteht und jetzt schauen wir mal in Zukunft, ob man den Kontakt aufrechterhalten bleibt oder nicht. Dürften wir wissen, wer das ist? Das verrate ich jetzt nicht. Was würdest du sagen, was ist anstrengender, die Landwirtschaft oder das Modeln? Die Landwirtschaft. Das Modeln. 100.000 Kameras sind auf dich gerichtet, man muss halbwegs nicht reinschauen und nicht lachen. Bei der Arbeit kann man so sein, wenn man ist. Landwirtschaft ist das Schönste und das Modeln, schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall das Modeln heute, das ist richtig anstrengend, ich habe das unterschätzt. Du sitzt da gefühlt eine Stunde dort, musst durchgehend lachen, das ist mega anstrengend, das ist wirklich interessant. Ich würde mal sagen, beides gleichermaßen. Was hat mir gefallen? Ganz klar, einfach die Stimmung, die Atmosphäre ist ein Traum, wo man da herkommt. Also da fühlt man sich super, super, super wohl. Das ist ein richtiger Lebensstil, also das kann man nicht so einfach runterbrechen. Und es vermischt sich ja so viel Freizeit mit Beruf. Also wenn man mich fragt, wie viele Stunden ich arbeite, kann ich es nicht sagen. Weil ich immer eigentlich das tue, was ich will. Für einen Organisator ist das Balsam auf der Seele, wenn es an jedem gefällt. Und genau so werden wir weitermachen. Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr, beziehungsweise jetzt auf den jetzigen Kalender.